Du hast mich zum letzten Mal gedemütigt, Stahlsamurai. Der blasse Mond am Himmel schreit nach deinem Blut. Der Mond, nein! Du sollst zum Mond aufblicken, denn es wird das letzte Mal sein, dass du den Mond siehst. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter! Dieser Schwert der Krieger glänzt im Mondlicht und schlägt zu. Einer ist gefallen, aber wer? Das weiß nur der Mond. Verpassen Sie nicht die spannende nächste Folge! Rückkehr des schwarzen Boten. 11. Oktober, 17:31 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Und damit herzlich willkommen, nicht nur zu einer neuen Folge von Phoenix Wright, sondern auch gleich zu einem neuen Fall. Und ich begrüße euch in der Anwaltskanzlei. Das war richtig krass. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Fuchtel nicht so mit dem Besen rum. Ach, Nick, ich wusste nicht, dass du hier bist. Natürlich bin ich hier. In meiner eigenen Anwaltskanzlei. Was hast du denn da für eine surreale Sendung geschaut? Was? Nick, heißt das, du kennst nicht den Steel Samurai? Steel Samurai. Er ist nur der beliebteste TV-Held bei den Jugendlichen. Jugendliche? Wie jugendlich denn? So 10 Jahre alt. Und warum zum Teufel flippst du dann so aus? Hey, bin auch erst 17. Mit 17 bin ich auch noch ein Teenager. Nicht so wie du, Nick. Hä? Sprich nicht so mit mir, als wäre ich ein alter Opa. Ich bin selbst erst 24. Okay, jetzt fühle ich mich gerade etwas depressiv. Der ist 24, Vollstudium, Anwalt und so weiter. Und ich bin 36. Und studiere noch. Wieder. Egal, weiter. Dann schaust du es mit mir an? Er ist echt cool und total angesagt. Als Grundschüler nach ihrem Berufswunsch gefragt worden, war der Steel Samurai Nummer 1. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Kids von heute. Ja. Das ist so wie heutzutage Influencer werden. Früher wurde man halt Steel Samurai. Opa. Gut, der Steel Samurai ist vorbei. Zeit, das Büro abzuschließen. Du hast recht. Wenn wir nur ein paar Mandanten hätten. Seit meinem Prozess ist schon einen Monat vergangen. Der Mord an Mia war eine ganze Weile in aller Munde. Aber keiner hat dabei die Anwaltskanzlei Wright und Partner beachtet. Wie soll ich in diesem Monat bloß die Miete bezahlen? Das wird schon. Ich bin mir sicher, dass ein guter Mandant schon so gut wie vor der Tür steht. 16. Oktober, 8.14 Uhr, Schlafzimmer von Phoenix Wright und immer noch kein Mandant da. Ring, ring. Hallo, hier ist Phoenix. Nick! Maya, was ist los? Es ist doch noch so früh. Ups, jetzt bin ich gerade aus dem Bildschirm rausgeflutscht. Der Steel Samurai wurde verhaftet. Hä? Der Typ aus der Serie? Ja. Es heißt, dass dieser Samurai hätte einen Schurken getötet. Hä? Ich bin doch immer... dafür ist er doch da, oder? Ja, im Fernsehen. Ja, im Fernsehen. Nein, er hat das tatsächlich getan, im richtigen Leben, meine ich. Er hat einen Schurken mit seinem Samurai-Speer aufgespießt. Also... Ich hab keinen blassen Schimmer, wovon du eigentlich redest. Komm, man kann einfach schnell ins Büro. Bitte, Nick, bitte. Piep. Okay, 16. Oktober, 29, Anwaltskanzlei. Meine Partner und ich hatte noch keinen Kaffee. Maya ist schon da und sieht fern. Jetzt die Morgennachrichten. Der Schauspieler Will Powers wurde gestern verhaftet. Powers spielt die Hauptrolle in der beliebten Kinderserie Der Steel Samurai, Krieger aus New Old Tokyo. Er wurde unter Mordverdacht festgenommen. Das Opfer war Jack Hammer, der den Schurken Böser Richter gespielt hat. Seine Leiche wurde in dem Kostüm des Bösen Richters gefunden.
Der Samurai-Speer steckte noch in dem Körper. Die Polizei hält diesen Speer für die Tatwaffe und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das muss ein Scherz sein, oder? Nein, das ist ein Albtraum. Das Ende der Stil-Samurai. Das ist das Ende der Welt. Piep. Ja, Kanzlei Wright und Partner? Piep. Was? Nick. Es ist der Stil-Samurai. Was? Ja, natürlich. Wir sind gleich da. Lass uns gehen, Nick. Wir haben einen Mandanten. Oder so. Gehen? Wohin denn? Sie haben den Stil-Samurai in die Strafanstalt gesteckt. Ja, und? Also habe ich entschieden, dass das unser erster Fall sein wird. Okay. Warum? Warum tust du sowas? Was zu tun ist? Nun, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Was wir tun sollen? Wie kannst du einfach nur so rumsitzen? Wir müssen sofort zur Strafanstalt und dort den Stil-Samurai treffen. Ich frage mich, ob sie diesen Fall untersucht oder nur die Studios besichtigen möchte. Ich setze auf besichtigen. Irgendwelche Ideen? Wir haben noch nicht genug Informationen, auf die wir die Verteidigung stützen können. Nein, ich weiß noch nicht mal, wer der Schauspieler ist. Gib's einfach zu, du hast keinen Schimmer, was passiert ist. Nein, wir haben einfach nicht genug Informationen. So sieht's aus. Okay. Dann bewegen wir uns doch einfach mal zur Strafanstalt. 16. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Mittlerweile hatte ich auch meinen Kaffee. Wow, der hat mal Brusthaar. Da ist Maya ganz hin und weg. Stimmt was nicht, Maya? Das ist er, nicht wahr? Im Fleisch und Blut. Ist das wirklich dieser Typ? Was meinst du mit dieser Typ? Natürlich ist er es. Will Powers, unser Mandant. Das ist er. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Aber er war es ganz sicher. Mord, nächstes einmal, vielleicht auch zweimal. Ich glaube, Maya ist ein klein bisschen voreingenommen. Hoppla, was sagst du da? Ja. Stimmt etwas nicht? Nein! Das fängt gut an. Ich weiß, Sie sind enttäuscht, nicht wahr? Enttäuscht? Nein! Nein, es ist okay. Das ist mein wahres Gesicht. Als ich die Rolle des Stil-Samurais mit dieser Maske bekam, entschloss ich mich, mein Gesicht erst nach der Serie öffentlich zu zeigen. Wegen der Kids, wissen Sie, ich wollte ihre Träume nicht zerstören. Ich denke, das war egal. So viel zum Thema Träume. Ich frage mich, was Sie jetzt vom Stil-Samurai halten. Ich weiß nicht, ob ich den eigentlich etwas tiefer sprechen soll. Aber ich glaube, der wird noch mehr Dialoge haben. Da sprechen wir lieber nochmal. Außerdem spricht aus ihm gerade das Mitleid der Welt und Trauer und alles Mögliche. Nick! Was? Er ist ein guter Junge. Ich meine, er ist anständig. Ja, deshalb sind wir auch sein Anwalt. Er war es nicht. Mann, Maya lässt sich echt schnell einduseln. Dann reden wir doch erstmal mit Herrn Power. Was ist passiert? Vielleicht erzählen Sie erstmal, was vorgefallen ist. Ja, natürlich. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Tja, eigentlich ist es ja auch erst gestern passiert. Die Besetzung war zu einer Probe in die Global Studios gekommen. Morgens um 10 Uhr haben wir eine Actionsequenz geprobt. Für 17 Uhr war dann eine Probe angesetzt. Als es dann kurz vor 17 Uhr war, versammelte sich die Besetzung vor dem Studio. Der böse Richter wurde zusammengesunken neben dem Set gefunden. Sie nahmen ihm die Maske ab und entdeckten, dass es Jack Hammer war. Tot. Er war mit dem Samurai-Speer fachmännisch aufgespießt worden. Dem Samurai-Speer? Ja, das ist ein langer Speer, den der Stil-Samurai als Waffe verwende.
Ja, wegen dem Stil-Samurai. Vielleicht können Sie mir erklären, was genau der Stil-Samurai ist. Nick, wie kannst du so etwas sagen? Ich entschuldige mich für meinen Partner, Sir. Er ist neu in diesem Metier und nicht ganz auf dem Laufenden. Wer ist hier neu in diesem Metier? Ach, das ist schon in Ordnung. Wirklich, der Stil-Samurai ist die Hauptfigur in einer beliebten Kinderserie. Er streift durch die Straßen von New Old Tokyo und bestreitet Kämpfe um Kampf gegen den bösen Richter und seine Schergen. Natürlich besiegt er den bösen Richter nie endgültig, obwohl er ihn dieses Mal richtig besiegt hat, fürchte ich. Verstehe. New Old Tokyo. Wer denkt sich denn solche Namen aus? Okay. Herr Power, Sie haben doch garantiert ein Alibi. Nun, wo waren Sie denn am Tag des Mordes? Nun, an diesem Morgen bin ich um 9 Uhr ins Studio gekommen. Wir sind bis Mittag die Action-Szenen durchgegangen. Die Probe sollte 17 Uhr stattfinden, aber ich war müde. Also habe ich nach dem Mittagessen in meiner Umkleide ein Nickerchen gemacht. Als ich aufwachte, war es schon 17 Uhr. Ich kam zu spät zur Probe. Ich eilte zum Studio und alle dort standen unter Schock. Ich wurde sofort verhaftet und hierher gebracht. Er hat also den gesamten Nachmittag des Mordes verschlafen? Oh, das ist kein gutes Alibi. Was für ein Actionheld. Was werden die Kids bloß denken? Ich sollte wohl den Tatort... Entschuldigung, falscher Charakter. Ich sollte wohl mal den Tatort unter die Lupe nehmen. Richtig, die Global Studios. Ich zeichne Ihnen einen Plan. Klasse, Nick, auf geht's. Ich wette $10, dass ihr das Auto, dass ihr auf Autogrammjagd geht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmals in die Studios. Studio Haupteingang. 16. Oktober, Global Studios Haupteingang. Toll! Hier wird also die Serie Stil Samurai gedreht. Gigantisch! Bist du gar nicht aufgeregt? Hey, sieh da! Wenn Sie rein wollen, müssen Sie mir vorbei. Tut mir leid. Wir sind Anwälte. Ach ja, nun, das ist toll. Ich bin vom Wachdienst. Und es ist mein Job dafür zu sagen, dass Schaulustige wie Sie draußen bleiben. Schaulustige? Schaulustige, Neugierige, Touristen. Ich denke, Ihre Sorte. Sie haben den Vorfall, von dem Vorfall gehört und jetzt schnüffeln Sie rum. Die Jugend von heute. Etwas Schreckliches passiert. Haben Sie keine Arbeit in den Arbeitsanwälte sind leben den ganzen Tag nach Belieben. Die ganzen anderen Stars sind hier nicht rumgelaufen mit den Jugendlichen heute nur los. Nick. Werde ich auch mal so sein wie Sie? Bitte sag nein. Weiß nicht. Schon möglich. Hä? Hört gefälligst zu, wenn man mit euch redet. Ach, die heutige Jugend. Meine gute Dame, wegen den Studios. Was machen Sie also hier in den Studios? Wir bei Global Studios lassen Kinderträume wahr werden. Übrigens, als ich noch jünger war... Nein, Sie waren ein Star. Leider nur ein kleiner Funkel zwischen den Stars hier, meine Liebe. Oh, mit den Studios ist es wirklich bergab gegangen. Aber vor 10 Jahren war es noch ein Studio der Träume. Hammer war damals auch noch ein großer Star. Er war... Hammer? Das Opfer, Sie Dummkopf. Der böse Richter. Er wurde dazu degradiert, nur noch Schurke zu spielen. Nicht gerade tolle Rollen. Wir kommen übrigens wegen Herrn Powers. Können Sie mir etwas über Herrn Will Powers erzählen? Er ist kein schlechter Junge, aber lassen Sie sich von seiner Maske nicht täuschen. Ohne sie würden sie ihn auf der Mattscheibe nicht sehen wollen, ganz ehrlich. Keine alte Dame, die ihn so sehen, müsste sich wohl über... Kleine alte Damen, die ihn so sehen, müssten sich wohl übergeben. Also so schlimm sah der Powers nun auch wieder nicht aus. Wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, dass das Stil-Samurai die große Chance sei. Keiner hätte gedacht, dass er in der Lage wäre, den armen Jack Hammer das anzutun. Wir wissen nicht sicher, ob Will Powers schuldig ist.
Dr. Powers, natürlich ist er schuldig. Woher ich das weiß? Ich weiß alles, das ist mein Job. Wegen dem Opfer, Herr Hammer. Und was für eine Person war eigentlich Jack Hammer? Was für eine Person? Ach, wenn ich das nur wüsste. Jack Hammer wird in vielen Herzen als der ultimative Actionheld weiterleben. Er war einfach überragend in der Serie Dynamite Samurai. Hätte ich davon schon mal gehört haben sollen? Aber es gab vor 5 Jahren einen Drehunfall. Unglücklicherweise bedeutet das einen Karriereknick für ihn. Zum Schurken in einer Kinderserie deklariert. Außerdem haben sie ihm kaum noch was gezahlt, heißt es. Traurig ist das. Sie hatten ja vielleicht den ein oder anderen Verdachtsmoment gegen meinen Mandanten geäußert. Warum sind Sie sich so sicher, dass Herr Powers der Mörder ist? Gestern stand ich genau hier, okay? Ich war hier von 13 bis 17 Uhr, als sie die Leiche fanden. Nun, das Studio oder Mord geschah, befindet sich links von hier, gleich da drüben links. Wenn Sie also zu dem Studio gehen möchten, müssen Sie an mir vorbei. Nur eine Person ging zur Tatzeit zwischen 13 und 14.30 Uhr hier vorbei. Und diese Person war Herr Powers? Ja, ich habe ihn gesehen. Aber Herr Powers sagte, er hätte in seiner Umkleide geschlafen. Oh, natürlich behauptet er das. Er ist ja nicht dumm. Aber er war der Einzige, der hier vorbeiging. Er ist der Mörder. Darauf können Sie Gift nehmen. Ist es nicht langsam an der Zeit, dass Sie nach Hause gehen? Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Husch, husch. Eigentlich sind wir hier auf Herrn Powers Bitte. Sie sahen mir doch gleich verdächtig aus. Zeigen Sie mir eine Anfrage von ihm. Vielleicht lasse ich Sie dann herein. Die Dame hier glaubt wohl, dieses Gelände gehörte ihr. Haben wir noch eine Redeoption mit ihr? Nein. Entschuldigung. Können wir ihr... Haben wir irgendwas in der Gerichtsakte? Nein, wir haben nur unsere Anwaltsmarke. Damit kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Jetzt untersuchen wir mal die Gegend. Was haben wir denn hier? Der Computer, der die Überwachungskameras des Studios steuert. Hey, nichts anfassen! Okay, was haben wir noch? Also, das ist das Falsche. Da haben wir eine Übersichtsbahn des Studios. Rechts von hier befindet sich der Personalbereich. Links sind die eigentlichen Filmstudios. Wer wohnt denn hier drin? Sieht wie ein Studio-Van aus. Wahrscheinlich wird damit Filmausrüstung transportiert. Da wollen wir rein. Das Haupttor zum Studio. Gestern gab es hier eine Szene, als sich Schaulustige gegen das Tor pressen. Ich glaube, wir haben alles gefunden, oder? Ja. Okay, können wir nichts mal angucken? Ah, komm schon. Zurück. Müssen wir mal vielleicht nochmal mit Herrn Powers reden, dass er uns was ausweist als Mandant. Hallo, wie war's im Studio? Sie denken alle, ich was gewesen, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Stimmt doch nicht, Nick. Ja, überhaupt nicht. Schlimmstenfalls sind Sie ein Verdächtiger. Nochmal ganz kurz Ihr Alibi. Herr Powers, Sie verbergen doch hoffentlich nichts von mir, oder? Was? Nein, das würde ich nie tun. Eben haben Sie gesagt, dass Sie nach dem Mittagessen in der Umkleide geschlafen haben. Ja, wie ein Säugling. Aber die Wachfrau hat gesagt, sie hätte Sie an diesem Tag gesehen. Sie sagte, sie hätte Sie auf dem Weg zum Tatort gesehen. Was? Nicht möglich. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich habe geschlafen. Ehrenwort. Herr Powers, wenn Sie möchten, dass ich Ihnen helfe, müssen Sie mir die Wahrheit sagen. Ich bin neu in diesem Anwaltsgeschäft und muss jeden Vorteil nutzen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich schwöre beim Grab meiner Mami, dass ich geschlafen habe. Vielleicht hat die Wachfrau nur geglaubt, mich gesehen zu haben. Was hat sie gesehen? Er scheint nicht zu lügen. Wegen der Wachfrau. Zu der Wache am Haupteingang zu diesem Studio. Ach, die Wachfrau? Sie ist schrecklich. Sie sagt, dass ich verdächtig aussehe. Ja, das hat sie zu mir übrigens auch schon gesagt. Nehmen Sie diese Maske ab, das hat sie, glaube ich, gesagt. Sie leckt alle hohen Tiere im Studio die Stiefel. Aber wenn sie dich einmal stolpern sieht, lässt sie dich nicht mehr in Ruhe. Sie ist unverschämt. Würden Sie förmlich in einem Brief darum bitten, dass ich Sie vertrete?
natürlich. So, Powers Anfrage zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ach, ich hoffe nur, dass ich da mit an der Wachfrau vorbeikomme. Ja, dann probieren wir es nochmal. Wir haben keine Redeoption mehr. Nein, okay. Dann, ja, gehen wir wieder zurück ins Studio. Hier, nimm das, alte Schachtel. Meine Dame, schauen Sie, dies ist eine Anfrage von Herrn Powers persönlich. Ja, tatsächlich, ich erkenne die kindliche, grobe Klaue. Gab der Wachfrau Powers Anfrage. Sein Schicksal, Jugendliche mit so zuverlässigen Aussehen anzuvertrauen. Wirklich? Wirklich? Jedenfalls dürfen Sie durchgehen. Aber nur noch links zu den Studios. Nach rechts dürfen Sie nicht, das ist der Personalbereich. Keiner darf rein, mein Liebe. So lautet meine Anweisung. Der gute Inspektor hat es mir persönlich gesagt. Hä? Nick? Hä? In der Waschstation gab es Pläne. Hä? Nicht schlecht. Also, da umgekleidet hat, da Tür und wir wollen jetzt in die Studios. Okay. Die kosten jeweils 50 Cent, dankeschön. Nun, lass uns gehen, Nick. 50 Cent, sagte ich. Plan der Koreanischen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Und 50 Cent ärmer. So. Wir präsentieren ihr doch. Kennen Sie die hier? Was ist das? Sie geben mir das? Gewiss nicht. Okay. So, dann bewegen wir uns doch mal zu Studio 1. Den 16. Oktober, Eingang Studio 1. Hä? Sind Sie nicht der Mörder von neulich? Ah, der verwirrte Inspektor. Hey, mein Lieber, Sie wissen, dass der Angeklagte Edge auf Ihretwegen sehr verärgert ist. Ankläger, nicht Angeklagte, Entschuldigung. Ich habe gesehen, wie er Tee nimmt und bedrückt aus dem Fenster starrt. Na und? Hey, wenn er bedrückt ist, ist das allein Ihre Schuld, weil Sie schlampig ermittelt haben. Ja. Inspektor? Ich glaube, du hast deine Gefühle verletzt. Oh nein, es tut mir leid. Nun, ich denke, es ist leicht, seine Gefühle zu verletzen. Wir haben recht, Kumpel. Es ist meine Schuld. Ich kann doch so sehr andere die Schuld geben, aber ich kenne die Wahrheit. Hey, nehmen Sie es nicht so schwer. Der nächste Fall kommt bestimmt. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Hey, was genau machen Sie beide hier? Nun ja, wir arbeiten auch an diesem Fall, mein Lieber. Hä? Sie können nicht einfach so mein Lieber sagen und gehen. Das ist meine liebenswerte Charaktereigenschaft. Der ist schon so ein Charakter. Ja. Wir werden uns natürlich dem Inspektor in einem anstrengenden Wortgefecht stellen. Allerdings das erst in der nächsten Folge. Also schaltet auch wieder nächsten Freitag ein, wenn es wieder heißt, ein neuer Fall von Phoenix Wright. Und wenn ihr den Fall natürlich nicht verpassen wollt, dann jetzt abonnieren und natürlich auch das kleine Glöckchen da läuten. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt doch ein Däumchen nach oben. Wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.